wird er geopfert? Um den weißen Drachen mit eiskaltem Blick zu beschwören. Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Meine Geschichten sind nichts anderes als ein Einblick in die Ironie des Schicksals. Oh. Wir werden alle vom stetigen Fluss zufälliger Gelegenheiten mitgerissen. Ich bin nur eine Person in diesem Meer aus Menschen, die heute hier versammelt sind. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, Schöpfer! Oh, Schöpfer! Das ist genauso motiviert synchronisiert, wie wir das machen. Ja. Ja, Mann! Ich war mir jetzt echt nicht sicher, ob das eventuell so eine ganz böse verstellte Stimme von Mario Hassard war. Der letzte. Oh, jetzt würde ich es gerne nochmal hören. Mist! Ja, dann müssen wir es nochmal... Also, da musst du dir das Video ansehen. Ha! Erinnere mich da bitte dran. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein anderer Sprecher. Vielleicht war es Randall! Ja, im Zweifel der! Das ist nicht gut. Es wird dunkel und in der Geschichte stand, wenn Zwielicht der Dunkelheit weicht, an einem vorbestimmten Ort. Und wir haben Sophie noch immer nicht gefunden. Seht da! Jemand steht auf dem Turm! Was? In der Spitze des Turms? Schau, Nick! Look! Hey, Nick! Look! Jemand ist da! Watch out! Ja, natürlich. Seht alle her! Die große Hexe Arcana ist nun erschienen. Diese Geschichte wird nun ihr Ende finden. Das muss sie sein. Ist das wirklich? Die große Hexe Arcana! So neigt sich mein Leben nun dem Ende zu. Oh, wie dramatisch. Die große Hexe Arcana wird gefasst und Friede wird wahrhaftig diese Stadt erfüllen. Inferno! Lavados! Es war nie Arcani! Das ist der Twist. Herr Wright, schnell, kommen Sie! Sophie! Also wart ihr die große Hexe Arcana? Nö! Ich kann mir das jetzt so folgendermaßen vorstellen. Erstens mal, ich bin mir noch immer nicht sicher, ob der Schöpfer dabei wirklich ums Leben gekommen ist oder ob das Ganze ein Schauspiel war. Weil das mit der Flammengrube war ja auch alles nur ein ziemlicher Trick. Ja. So. Und außerdem habe ich jetzt so die Befürchtung, dass in Wirklichkeit immer noch jemand anders dahinter steckt, aber es zum Beispiel im Lieber, oder weil es zum Beispiel im Lieber Magae einen Zauber gibt, mit dem man andere kontrollieren kann
und diese dann wiederum eventuell auch direkt die Zauberkräfte mitbenutzen können. Oder das Ganze so gestellt war, dass es aussah, als ob sie die Zauberkraft benutzt hätte. Oder sie nachträglich da hochgebracht wurde mit einem Zauber. Irgendwo ist bestimmt was Grünes am Boden hingewaltet. Das glaube ich, das ist schwierig. Also weil, oder ja, vielleicht gibt es auch einen Verwandlungszauber, weil sie ist ja eigentlich da oben gewesen und das war ja auch von der Stimme her und allem Sophie. Also da denke ich, sie war da schon... Also ich denke, sie stand eher und... Ja, sie hat was gesagt. Sie hat ja auch den Zauber gesprochen und sowas. Ah ja. Also das war definitiv ihre Stimme. Ich habe dann... Ich kann in Sachen Stimmenerkennung eigentlich... Ich krieg das ganz gut hin. Ich habe sogar letztens einfach mal Just Cause 3 gespielt und habe mitgekriegt, dass da Gronkh drin mitspricht. Ohne es vorher gewusst zu haben. Ja, ich sollte mich schämen. Nein, Quatsch. Ich kenne seine Stimme nicht mal, weil ich ihn außer der Fanta-Werbung nicht wirklich mal gehört habe. Was, der hat in der Fanta-Werbung gesprochen? War er das nicht? Weiß ich nicht. Also ich weiß, der hat den Joker in irgendeinem Batman-Lego-Movie gesprochen. Gespielt. Oh Mann. Ernsthaft? Was? Ja, ja, im letzten Lego-Batman. Den fand ich aber sogar gut. Naja, dann... Ja, nee, ich sag auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, also der Typ, der scheint auch professionell da ranzugehen. Also ich könnte ja jetzt ein anderes Beispiel bringen, wo man wahrscheinlich bei dem Studio nicht so viel Vertrauen hatte. Und diesen Film Pets. Ja. Da hat man einen anderen YouTuber, den ich jetzt nicht nennen möchte. Ja, dem hat man eine Stimme, also der durfte jemanden synchronisieren, so einen Hamster, der erstens mal ganz wenig Zeilen Text hatte und zweitens dessen Stimme auch noch hochgepitcht wurde, dass man gar nicht mehr das Original rausgehört hat. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, das wäre sonst... Immerhin, ist immerhin mehr Sprechrolle, als ich bisher bekommen habe. Da lobe ich mir Elton in Halo 3, der war unverändert. Oh. Und hat auch gut funktioniert, oder wie? Nee. Ach so. Oh. Es war nur so eine Nebenrolle irgendwie im ersten Level, war er einer der Soldaten, die mitgelandet sind oder so ähnlich. Na toll. Ja, nee, solche Sachen kann man sich auch sparen, dass man einfach bloß für den Namen irgendjemanden castet. Dann soll man lieber Sprecher nehmen, die es auch drauf haben und ich sage so mal, wenn sowohl der Name bekannt ist, als auch der Sprecher das gut macht, habe ich nichts dagegen. Aber sonst kann man sein lassen. Also man sollte generell die Sprecherwahl so nehmen, dass es auf die Rollen passt und dass es professionell durchgeführt wird. Ja. Also dementsprechend sollte ich mich bei meinem Anime-Projekt lieber ausschließen. So, da geht ja jetzt hier der Text noch weiter hoch. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, da ist irgendwas faul. Und der Schöpfer lebt wohl noch. Das glaube ich auch. Der ist nicht tot. Nee. Der war... Schreckliche Hexe, die sogar ihrem eigenen Vater nach dem Leben trachtet. Ja. Steht auf und stellt euch! Ah, nein! Alles vom Schöpfer inszeniert. So. Ja, eben. Sonst wäre der doch nicht so ruhig geblieben. Hilfe, Hilfe, ich werde sterben. Hey, da unten liegt was. Das leuchtet. Glänzt. Ich will das haben. Sophie. Ich finde, jetzt sieht sie eher so aus, als ob sie einen leeren Blick hat. Ja, so wie vorhin. Ja, also die war wohl die ganze Zeit unter irgendeiner... Und nach irgendeinem Bann oder was. Das kann nicht. Und in dem Moment, wo ihre Augen dann so schwarz waren, war sie nicht normal. Da war sie normal. Ja. Also war sie die meiste Zeit nicht normal. Wieso? Warum? Ja. Sie hatte doch immer schwarze Augen, außer mal vorhin ganz kurz die blauen. Ach so, das ist mir nicht so aufgefallen, wann es zu den blauen wurde. Als sie da in dieser Gruft waren und so. Die Glocke. Ja, wo sie dann so vor sich hingestammelt hat. Ja, und dann hatte sie kurz einen lichten Moment und dann nicht mehr, oder wie? Genau, ja.
Na gut. Es kann nicht Sophie sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Na dann, glaub's nicht. Fräulein der Narrateur, geht es Ihnen gut? Fräulein der Narrateur? Geht es dir gut, Sophie? Sie scheint bei Bewusstsein zu sein, aber sie reagiert nicht. Was genau ist hier passiert? Ich habe leider weggeguckt, ich habe alles verpasst. Die Katze fand ich übrigens super. Mit dem Feuer. Ah! Was? Katze? Feuer? Ja, die saß doch neben mir auf dem Balkon. Ach so. In der Katzin. In der Katzin. In der Katzin. Ah, schön. Schau, das ist Nora. Das ist ja wieder das wie mit der Camware. Hey Nora, kannst du mir ein Gurkenbrot machen? Aber nee. Lob, das war Flora. Ah, Mist, ich verwechsel die beiden jedes Mal. Sehen sich ja auch so ähnlich. Also Nora, warst du die ganze Zeit bei Sophie? Kannst du mir sagen, was hier passiert ist? Nö. Weg. Was hat sie gesagt, Luke? Nichts, das haben sie doch... Gar nichts. Genau. Sie sagt kein Wort. Das hört man ja auch, wenn eine Katze was sagt. Würdet ihr zurücktreten? Wenn euch jemand tritt? Ja, das hilft, damit er es nicht nochmal macht. Ich kann euch nicht in der Nähe der großen Hexe Arcani lassen. Bis zum Beginn des letzten Prozesses wird dieses Mädchen in der Obhut des Ritterordens verbleiben. Führt sie ab! Aber wohin? Also, hier ist ein Übersichtsplan. Jawohl! Führt sie ab! Hier ist das Rizinusöl. Ah. Hey! Wagt es nicht, sie anzufassen! Fasst lieber mich an! So sagt mir, hat sie gerade die Magie des Feuerdrachens genutzt oder nicht? Egal! Ihr wisst nicht sicher, ob Sophie eine Hexe ist oder nicht. Naja, es sah jetzt ziemlich offensichtlich aus. Das stimmt. Vielleicht hat sie jemand bewusstlos geschlagen und gegen ihren Willen hierher gebracht. Ja, das könnte sein. Wie bitte? Das ist keinesfalls möglich! Hier ist ein Übersichtsplan! Es gibt nur einen Weg rein! Und, da kam niemand raus! Vielleicht ist derjenige noch hier. Wie hieß denn das nochmal? WD aus. Die Katze. Nora ist die große Hexe. Oh. Vielleicht kann sich jemand in eine Katze verwandeln. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ist es Noria. Noria. Also Gloria. Los, ach so, dann... ja. Das passt von den Farben her zu Gloria. Mhm. Ich bin sowieso immer der Meinung, irgendwas muss mit Gloria sein. Ja, ja. Die sieht zu vordergründig böse aus. Aber als das nichts Problem mit ihr sein könnte. Das Problem ist halt... ist sie dann auch wirklich die große Hexe? Weil das wäre ein bisschen offensichtlich vom Anfang an. Also das wäre dann so im Storytelling, da muss doch irgendein Plot-Twist kommen. Sonst wäre das... Bestimmt. Ja. Warte mal, wie war denn das? Achso, ist ja egal jetzt. Am Ende kommt wieder raus, dass wieder irgendwelche Dämpfe aufsteigen und alles halluziniert wurde und es überhaupt gar keine Hexe gibt. Genau. Und alle in Wirklichkeit viele Jahre älter sind. Genau. Niemand kam vor den Wachen zum Turm. Als wir hier angekommen sind, war niemand außer dem Mädchen hier. Wir sind bereit, das bei unserer Ehre zu schwören. Das bringt nichts, denn sie haben keine mehr. Dinge sind nicht immer so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Ihr habt den Schauplatz dieses Verbrechens noch nicht untersucht, richtig? Das ist nicht nötig. Es besteht kein Grund anzuzweifeln, was hier geschehen ist. Los, bewegt euch, führt das Mädchen ab, bevor sie wieder zu sich kommt. Aber es scheint, als gäbe es unten einen Aufruhr. Was? Ja, da ist ein Flurmel drunten. Ja.
Dann müssen wir unbedingt Aussetzer einsetzen. Okay, setzt alle Einsetzer aus. Was? Ich hab das gleiche gesagt. Okay. Einsetzer aussetzen.